Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Wachstumserfahrung anzunehmen bei Melvine Blütenschatten. Weiß nicht, ob ich den Namen jetzt korrekt ausgesprochen habe. Wachstumserfahrung, glaube ich, heißt es. Egal, aber hier könnt ihr es ja lesen. Anzunehmen bei Melvine Blütenschatten, genau das habe ich schon gesagt. Im Smaragdwinnen-Traum an dieser Stelle. Vorquest war Druidenwächterkonferenz. Er hört den Ruf der Wildnis. So. Und jetzt geht es in diese Richtung. Ins Questgebiet. Gar nicht weit weg. So. Und hier seht ihr solche Erdhaufen. Vorbereiteter Boden. Einfach rechtsklicken. Also benutzen. Und schon ist es 1 von 5. Normalerweise sind hier auch Gegner, die sind aber gerade tot, weil ich sie schon für eine andere Quest getötet habe. Ihr seht hier diese NPC läuft neben mir, bei diesem ist die andere Quest abzugeben. Gebe ich aber jetzt nicht einzeln ab. Ich brauche die Map fürs Questgebiet, falls benötigt. Und ihr seht, hier sind ein Haufen solcher Böden. Da ist auch noch einer. Da hinten ist noch einer. Ich glaube, den werde ich als nächstes nehmen. Ah, was ist jetzt? Habe ich den gerade schon eben benutzt? Ah, ich glaube, ich habe den schon benutzt. Kann das sein? Genau, hier kann ich wieder benutzen. Habe mich schon erschrocken. Ich dachte schon, die Quest ist verbuggt. So, erste benutzen. Geht von 5. Genau, was schon benutzt wurde, kann man nicht nochmal benutzen. Ja, die Mobs ziehe ich mit. Ist mir jetzt egal. So, und schnell alles töten. Letzter Werthaufen. Fünf von fünf. Nun heißt das, sprecht mit Dionessa. Die steht ja gleich neben uns. Die läuft mit bei dieser Quest. Wandelt sanft auf der Erde. Quest ist abzugeben bei Dionessa. Im Smaragdwinnen-Traum. Normalerweise an der Position, wo ihr den letzten Werthaufen benutzt in diesem Gebiet. Oder ich glaube, sie verfolgt euch durch den gesamten Smaragdgrünen-Traum. Könnt ihr ja gerne testen. Ich mache es nicht. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren findet ihr noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.